Hallo Leute, ich bin wieder am Drücker. Endlich mal wieder jemand, der ein bisschen Flugzeug fliegen kann. Hey, ja, ganz ehrlich, gar nicht so schlecht. Ich habe bis jetzt keine Idee, wirklich gar nicht. Du sollst dir immer noch die Collider-Steuerung angucken. Ja. Ja, die ist ja da drüben, würde ich sagen. Also, die Knöpfe und so sehen ja arg nach Collider-Steuerung aus, oder nicht? Ja. Sollte ich... Oh, der eine Pumpel, der wird ertrinken. Aber ich bin... Ja, ertrinkt er. Ich glaube, man muss die echt drehen. Ja, guck mal, hier sind die alle perfekt angeordnet und genau. Hier sind die irgendwie total komisch. Ja. Ja, die muss man noch irgendwie... Kann man die irgendwie vielleicht unten im Wasser oder so? Nee. Unter Wasser drehen? Ja, das Boot kann ja extra im Wasser schwimmen. Aber die Knöpfe, kannst du mit den Knöpfen was machen? Probier doch auch mal was. Hier geht nix. Gar nix. Nee. Oh. Ja, haben wir uns gedacht. Das ist noch richtig. Ja. Sieht gut aus, oder? Ja, das die Ausrichtung ist auch in Ordnung. Ich hoffe, die Ausrichtung stimmt. Ja. Ja. Guck nochmal. Guck nochmal auf die Karte. Die ist richtig, wirklich, oder? Die ist nämlich ganz. Die ist an den Rändernseiten ganz gerade. Ja. So, das andere auch. So wie es auf dem Bild abgezeichnet ist. So, ja. Ein bisschen mehr runter. Ja. Hm. Aber warte mal, der hat auch irgendein Geräusch gemacht vorhin. An irgendeiner Stelle. Doch andersrum. Aha. Aha. Ich habe das doch gehört. Ja, das hat mich auch schon gewundert. Aber ich hätte hier nicht nochmal nachgeguckt, nur mal zur Info. Noch ein bisschen, das den letzten jetzt gerade. Wieso? Der leuchtet. Aber wir können gerne, guck mal hier. Ja, so ist der schöne. Machen wir doch. Für dich mache ich doch alles. Hier. Yeah. Yes. Der hintere nur noch. Und Partey. Tada! Wow. Wow. Das ist ein fetter Strudel. Okay. Oh. Jetzt kann ich die benutzen. Hm. Mach mal den gelben und guck. Die werden doch viel. Ah. Hast du was gesehen? Guck mal, so. Dann wahrscheinlich den hier. Nee, also gelb, also orange ist schon mal der erste. Ja. Muss mal gucken. Blau ist der zweite. Hm? Orange, blau. Okay, guck mal von vorne. Orange. Blau. Ja. Lila. Gelb. Aus. Nicht, okay. Orange, blau, lila. Na, welche? Rot oder grün? Mach mal rot. Oh. Orange, blau, lila, grün. Jetzt rot. Ja. Yeah. Und gelb. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. Oh, wow, wow, wow. Uhi. Ein Strudel! Ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Viereck! Okay. Hm. Sieht ein bisschen ungesund aus. Bist du bereit zu beschleunigen? Was hat der Captain über die Kumpel erzählt? Achso, man soll Kumpel hinzufügen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier los. Und Kumpel organisieren. Halt. Die Frage ist halt, wohin, ob man die in die Mitte bringen muss dann? Einfach ins schwarze Loch rein. Obwohl, jetzt könnten die ja einfach... Die würden da schon reinfliegen, wenn du die da vorhinbringst. Ja, das ist eben die Frage, ob man die jetzt da durchbeschleunigt oder... Ob man da reinfliegt mit denen. Müssen wir mal gucken. Mhm. Hey Jungs, ich bin's wieder, das Rotkäppchen.
Komm doch mal her. Mach doch noch eine Party. Und alle, die nicht schnell genug sind, würden dann in dein Fahrzeug steigen. Drei hast du, fünf hast du, sechs. So, mehr geht eh nicht. Der hinterste wird eh platzen. Ja, ist nicht der einzige anscheinend. Ich würde es da vorne mit dem Strudelding versuchen. Hier mit dem? Genau. Okay. Die werden da, denke ich mal, dann reingeschossen. Okay, versuchen wir es damit. Das Experiment ist nicht gescheitert. Guck, guck, die laufen da schon hin. Yeah. Ja, die wissen, was zu tun ist. Die lassen sich zerstückseln nämlich gerne. Oh ja. Das ist doch in die falsche Richtung gegangen. Oh mein Gott. Tatsache, guck mal, das zieht den Erdkern runter. Da werde ich wahrscheinlich noch mehr runterholen. Keine Beziehung, bevor ich auf jeden Fall funktioniert das schon mal ein gutes Stück. Mhm. Aber ob das jetzt alles war, ist die Frage. Ich tippe ja eher auf Nein. Warten wir erstmal ab. Saug die Achse ein! Uiuiui. Man kann ja auch so blöd sehen. Ich will mal ein bisschen näher ran. Ja, das wird wirklich nicht reichen. Na, noch wird die auf jeden Fall abgesenkt. Willst du mal reinfliegen? Ich weiß nicht, ob ich lieber das will. Nicht. Aber momentan wäre hier halt einfach ein besserer Beobachtungspunkt, um zu sehen, was passiert. Ah, okay. Ja, dann wieder rüber. Noch mehr. Wir brauchen mehr Kumpels. Kumpels. Gerade, dass ich nicht auf den Schienen lande, weil du hast immer so elegant dazwischen. Das packe ich aber nicht. Das kann ich aber gut, ja. Und was mich halt echt nervt, ist auch diese blöde Sicht, weil die jedes Mal wieder zurückgedreht wird. So. Soll ich vielleicht mit der Maus noch so ein bisschen... Die springt trotzdem, glaube ich, immer wieder zurück, oder? Mhm. Wow, 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 wow. Ja, na klar! Wurde sie geschoben? Ja, von den komischen Typen. Ja. So, entschuldigt bitte den kleinen Cut, aber mir war die Festplatte vollgelaufen. So, hier ist irgendwo ein Meteorit runtergekommen. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit ihr zugeguckt habt. Ich habe auf jeden Fall gerade diesen netten kleinen Sturm da reingelenkt. Und wie ihr seht, der hat immer noch Spaß da. Und wir suchen jetzt mal kurz die Meteoriten-Einschlagstelle, wo ich den hingebracht habe. Hast du wieder nicht aufgepasst? Doch, hier. Den hier an der Insel, genau, guck mal da. Ah, ja. Nur so fliegen, dass man das irgendwie... So. Und runter. Ich würde es, glaube ich, sogar wirklich im Wasser aussteuern. Vom Wasser aus? Ja. Also im Wasser quasi schwimmen, weil ich ja nicht so eine gute Fliegerin bin wie du. So. Guck, der fängt dann am Schaden. Ich glaube, da musst du kurz warten, bis der groß genug ist. Oh, er sieht ziemlich groß aus. Und jetzt würde ich Windmühlen so aus dem Wasser aussuchen. Ich flieg mal los und guck mal, ob der mit hinterherkommt. Nee. Das ist ja blöd. Ich glaube nämlich, er braucht den Helikopterantrieb von hier unten. Mhm. So, komm schon.
Ich glaube, jetzt gehört er mir. Ja. So, wir brauchen eine kleine Insel in der Nähe oder so. Ja. Da ist das Haus. Aber das konnte ich ja gerade schon nicht mitnehmen, oder? Ja, du darfst nur nicht zu nah an dem Gerät vorbeifliegen. Ne? Langsam, man darf nicht zu schnell sein. Ja, wow! Es funktioniert wohl. Ist es schon überall eingegeben? Oh ja. Das ist Tatsache. Schon drinne. Wow. Wow, wow, wow. Ja. So ein Haus scheint schon ein bisschen schwer zu sein. Oh mein Gott. Okay, das heißt, wir müssen den nächsten abstürzen lassen, sehe ich das richtig? Ja. So, damit müssen wir jetzt die Folge für uns ein bisschen länger machen. Für die Zuschauer wird die ja leider nicht so lang. So, nächster Komet, bitte. So, mal gucken, wo ich den jetzt lande. Warum wird die für die Zuschauer nicht so lang? Ja, weil ja uns zwischendurch das Stück fehlt, wo die Festplatte übergelaufen ist. Leider fehlen euch da so... bisschen mehr als 5 Minuten. 8 Minuten, ja. Nicht beim Big Ben. Wo kommen wir die denn ein? Ich will schon ganz gerne da drüben irgendwo. Direkt neben einem Haus oder so, das wäre ziemlich einfach. Ja, das Problem ist, du kommst nicht hoch genug. Nee, da hast du leider recht. So, das heißt, die müsste jetzt da irgendwo sein. Ich sehe es gerade noch nicht. Ah, da ist es. Ja. Aber habe ich immer noch so einen Art Sturm um mich rum oder was? Ich das wirbel? Irgendwie. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass Der war doch gerade. Dreh dich nochmal. Nee, Vulkan. Nee, du bist in keinem Sturm mehr. Wusch. So, dann treiben wir den mal ein bisschen an. Brumm, brumm, brumm. Die Idee ist einfach nur genial eigentlich. Das Spiel ist auch wirklich mega lustig. Ich denke mal, du wirst auch noch im freien Modus dir ziemlich, ziemlich viele Fahrzeuge basteln. Ja, auf jeden Fall. So, komm mal ein Stück runter. Ja. Na komm. Hat es nicht vorhin geplinkt, als wir den hatten, den Sturm? Hm. Genau so. Ja. So. Aber das ist, glaube ich, einfach nur der Big Bang. Big Ben. Aber nee, ich habe immer den Sturm fertig gehabt, denn zu dem Zeitpunkt. Kann natürlich Glück gewesen sein, aber. Telefon klingelt. Ich brauche eine Insel, irgendwas Großes. Hey, diese Achse fängt an sich zu drehen. Aber wie kriegen wir unsere Hippo gestartet? Na, langsam, damit der im Sturm mitkommt. Der kommt nämlich nicht so gerne mit. Der haut ab? Wo will er denn hin? Geht schon in die drehende Achse oder wie? Geht er da von alleine rein? Hol ihn dir! Waghalsig. Wow. Hey. Na, jetzt bist du schon wieder draußen. Der... Wirbelsturm? Nö, der ist unter mir. Ah ja. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Objekt. Und die Insel da drüben ist zu groß, das Thema hatten wir ja schon mal. Aber ich sehe auch kein kleines Zeug mehr. Also das ganze Zeug, was wir hier irgendwie abgeladen haben, ist nicht mehr da. Irgendwie nicht. Ach, wie ärgerlich.
Da ist doch ein Schiff oder so. Ja, genau, das Luftschiff. Windmühle. Also ein paar Sachen sind da noch, aber irgendwie, wo sind die ganzen großen Häuser? Da waren doch so viele. Ja, wahrscheinlich werden die jetzt nicht mehr angezeigt, weil man sich nur einer gewissen Menge bedienen darf oder so. So, mal gucken. Hm. Ich flieg zwar immer noch direkt drauf zu, aber ich sehe nichts mehr. Hm. Hallo? Muss ich jetzt oben rüber fliegen, um zu gucken? Wo? Ja. Da ist er. Ja, der ist quasi direkt da. Ein bisschen. Jetzt drin? Anscheinend schon, aber die Frage ist halt, ob er ihn aufgesaugt hat oder nicht. Hm. So, gehen wir kurz runter und gucken mal. Hm. Ach, da sind auch Noten, die da reinfliegen. Wie geil ist das denn bitte? So, und du würdest es jetzt von hier aus quasi steuern? Ich glaube nicht, dass es geht. Nee, nee. Oder? So schnell darfst du ja eh nicht sein. Das jetzt sieht es aber ganz gut aus. Die Geschwindigkeit darfst du ja auch an der Luft nicht haben. Ja, guck dann. Hätte ich das nämlich einfach vom Wasser aus gesteuert. Ja, so ein Boot ist schon was Schönes. So, komm. Windmühle, flieg rein. Ja. Komm. Und bitte nicht mich umhauen. Okay, so. Können wir die Flaggen hier auch alle mitnehmen? Wahrscheinlich. Ich denke, immer rein damit. Wahrscheinlich braucht man einfach nur alle 4 Meteoriten und ist egal, wie viel Zeug ja, man ansammelt. Wahrscheinlich sind wir da sogar nicht. Yeah. Tschüss, El Flaggo. Vielleicht bringt's noch was, wenn du alle Flaggen mitnimmst. Ich glaube, ich kann im Wasser eh nicht so schnell fliegen, dass ich ihn abhängen könnte. Ja, das ist gut. Durchhalten, es ist bald geschafft. Oh, fast. Zang. Ist jetzt weg. So, komm. Genau. So, ich glaube, das wird reichen. Ja, dann ab zur Achse. Die Achse des Bösen. Ja, da ist noch so eine halbe Brücke, die da... Ja, und das große Haus fliegt da, glaube ich, auch noch rum. Man sieht's nur gerade nicht. Wie sieht's eigentlich mit der kleinen Insel da hinten? Ah, die ist im Wasser, die bringt, glaube ich, nichts. Mhm. So. Aber hier sind noch diverse Sachen. Mhm. Das sieht man, wenn man auf dem Boden ist, jetzt besser. Was ist damit zum Beispiel? Einsacken. Komm! Ich glaube, das sind die Schornsteine von dem Schiff. Ich glaube, das geht nicht. Aber die Windmühlen kannst du jetzt auch noch mitnehmen, Leute. Ja, bin dabei. So, dann zurück zum Strudel. Zum schwarzen Loch. Ja, finde ich gut. So, komm schon. Und als nächstes muss ich dann wahrscheinlich mit dem letzten muss ich dann die Freiheitsstatue einsaugen oder so. Das wäre schon heftig. So. Komm. Schön andrehen. So, kann ich den jetzt abliefern hier oder nicht? Wahrscheinlich ist er jetzt übergegangen, ja. Ne, bis jetzt noch nicht.
Ja, entziehe dich auf jeden Fall den Gesetzen der Schwerkraft. Und, jetzt habe ich ihn, glaube ich, los, oder? Nö. Hm? Flieg mal hoch dann. Na komm. Ja, der ist immer noch drin. Wow, da blitzt es ja ganz schön. So, aber trotzdem, dann bräuchten wir halt eine Insel oder so. Ich brauche was richtig Schweres. Da ist ziemlich viel drin, ne? Um ehrlich zu sein. Ja, aber nichts Schweres. Dann hol mal den Wolkenkratzer. Genau. Ich hol dich hier, komm. Na klar, jetzt werde ich ihn los, weißt du? Ach, jetzt geht er aber da rein. Lass ihn doch da reingehen. Geht er da wirklich rein? Ja, ich denke schon. Ich glaube eher nicht, oder? Ich tippe auf eher nicht. Er kommt immer näher hier zum... Er würde immer näher. Ja, weil er wieder auf mich zugeflogen ist. Ja, weil du zu ihm geflogen bist. Ich mag meinen Sturm halt. Ich glaube, wir nennen den Sturm Kirill. Ja, das ist eine sehr gute Idee. So, können wir jetzt da wirklich den Großen einsacken? Ich wünschte, ich könnte das UFO oder so mitnehmen. Ja, oder? Das wäre cool. Man muss doch das dicke Ding einsammeln können. Komm schon, hoch raus. Willst du in ein Zentrum von einem Tornado? Ich verspreche dir, es macht eine Menge Spaß. Momentan würde ich eher sagen, ich falle ins Hochhaus oder so. Ja, aber hier ist trotzdem nichts. Und er kann es nicht mitnehmen, ganz eindeutig. So, gib mal Gummi und wir brauchen noch irgendwo was Tolles. Aber ich würde sagen... Ich muss ihn nur noch abliefern. Wie, ich muss ihn nur noch abliefern? Du musst den nur noch in die Mitte reinbringen. Weil dann sind eh alle Meteoriten weg. Also den musst du echt nur da abliefern. Flieg daher und flieg dann über den Sturm drüber. Okay. Bist du noch da? Hast du den Sturm noch? Ja. Ist unter mir, oder? Ja. Bisschen unübersichtlich. Ja, so. Nur ein bisschen. Und wenn ich ihn jetzt hier abgebe. So. Jetzt müsste ich ihm eigentlich entkommen sein. Ja. Jetzt würde ich zu gucken, wie er da reingeht. Er geht nämlich von alleine da rein. Naja. Nee. Er ist echt einfach. Ist zu leicht. Wir brauchen noch irgendwas Schwereres. Gibt es noch irgendwas in der Stratosphäre, was man runterhauen kann oder so? Eine gute Idee. Ein Haus, ja. Immer her damit. So, aber um die Folgenlänge auch nicht in die Ewigkeit zu ziehen, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Dann in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann. Bis dann. Tschüss.